Hallo, seid gegrüßt. Heute geht es um Mesa-Karten mit Ethernet-Anschluss, denn da gibt es so ein paar Besonderheiten. Zum einen, wenn ich die Mesa-Karte mit Ethernet-Anschluss an ein System anbinde, dann fällt meistens der einzigste LAN-Port für diese Verbindung weg und ich habe kein Internet mehr. Sprich, ich kann keine Updates machen, ich kann auch keinen Teamviewer machen oder kein Anydesk oder wie sie auch alle heißen. Aber wir sind ja pfiffig und tun letztendlich das System mit WLAN erweitern oder mit einem USB zu Ethernet-Konverter. Da gibt es ja, ich sag mal, die verschiedensten Möglichkeiten. Aber da stoßen wir auch wieder an eine, ich sag mal, Hürde oder an eine Barriere, die letztendlich ja, für den einen oder anderen nicht überwunden werden kann. Und zwar sind diese Mesa-Karten standardmäßig auf einen IP-Bereich eingestellt. Das ist so typischerweise 192.168 und so weiter. Jetzt macht man Folgendes, man steckt alles zusammen, man macht eine WLAN-Verbindung und stellt fest, dass das Ganze nicht funktioniert, weil halt diese Bereiche sich überschneiden. Deswegen muss man entweder die IP-Bereiche der Mesa-Karten ändern oder die IP-Bereich des Heimnetzwerkes. Ich sag mal, das Zweite schließe ich jetzt mal aus, weil wer will schon sein komplettes Netzwerk umstellen? Sicherlich einfach, wenn man mit THCP arbeitet, aber wenn man feste IP-Adressen in gewissen Geräten hat, dann ist es mühselig, das komplette Netzwerk umzustellen. Einfacher ist es, wenn man so eine Mesa-Karte umstellt und da bietet Mesa eine Möglichkeit, das ganz einfach zu machen. Und zwar gibt es auf jeder Karte einen speziellen Jumper, den man umsetzen muss und schon ist der IP-Bereich geändert. Aber dann muss man natürlich im Betriebssystem die Adaptereinstellung ändern, so dass hier die Verbindung mit Linux CNC wieder hergestellt werden kann. Okay, ich zeige euch mal heute, welche Jumper das sind und wie einfach ihr die Adaptereinstellung ändern könnt. Okay, wir fangen mal mit der 7i92 an. Die habe ich jetzt auf Standard. Ich zeige euch erstmal die Standardverbindung, also sprich der normale IP-Bereich. Ich gebe der Karte etwas Spannung, wenn ich hier den Stecker reinkriege, so Ethernet und Spannungsversorgung. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich hier eine Mesa Default-Einstellung wähle. Besser noch, ich zeige euch mal die Einstellung, die ich da vorgenommen habe. Also, wir sehen hier, das mal weg. Wir sehen hier 192, 168, 1.2 hat der Rechner bekommen und die Mesa-Karte hat ja standardmäßig die 121. Also sprich, ich kann jetzt mal einen Ping abgeben auf 192, 168, 1.121. Wir sehen, die Mesa-Karte antwortet. Mit Steuerung C kann ich das Ganze wieder beenden. Ich reduziere das mal, so dass wir nur die 7i92 sehen. Dann ist das Bild wahrscheinlich hier ein bisschen besser. So. Okay, also ich kann die Karte anpingen auf der IP-Adresse. Ich kann auch die Karte auslesen. Alles standardmäßig. So, und damit ich nun nicht in dem gleichen IP-Bereich mich bewege wie mein Heimnetzwerk, dann kann ich hier den Adapter umstellen auf letztendlich die 10.10.10.1, also das ist die Rechneradresse, und dann die 10.10.10.10 hätte dann die Mesa-Karte standardmäßig. Netzmaske ist hier jetzt in dem Fall 8. Aber wenn ich jetzt einfach das Ganze mal wechsle, also ich verbinde mich mit dieser 10.10.10, dann erreiche ich die Karte natürlich nicht, weil sie hardwaretechnisch noch nicht umgestellt ist. Okay, mit Steuerung C beenden wir das Ganze. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich habe im Datenblatt nachgeschaut. Das ist der W6-Chamber. Also der W6-Chamber muss nach oben gesetzt werden. Das ist jetzt dieser hier.
Ich ziehe den mal ab und stecke den 1 nach oben. So. Ich schaue nochmal W6. So, der W6-Schamber ist umgesteckt. Ich gebe der Karte gleich wieder Spannung, damit der FPGA-Chip wieder startet. Mesa-Adapter-Einstellung für diese 10-10-10-10 ist aktiv. So, wir probieren nochmal aus zu pingen. Und ihr seht, die Karte lässt sich jetzt über 10-10-10-10 erreichen. Und wenn ich jetzt hier die Karte auslese, schauen wir mal, was passiert. Dann kommt Board nicht gefunden. Jetzt könnte man meinen, ich kann sie anpingen, aber ich finde das Board nicht. Das liegt jetzt daran, weil wir ja den Standardbereich verlassen haben. Und jetzt muss ich hier noch hinzufügen Adress. Also sprich, ich muss hier noch sagen, die neue IP-Adresse der Karte. Und siehe da, es funktioniert. Also sprich, dieses Programm Mesa Flash, ich zeige euch das nochmal hier, das Mesa Flash tut letztendlich auf Standardbereichen die Karten suchen. Standardbereich ist 192, 168 und so weiter. Also würde sie die Karte auf diesen IP-Bereich nie finden, aber ich kann dem Programm hier die Adresse der Karte ja mitgeben. Das bedeutet, jetzt findet auch das Mesa Flash-Programm die Karte. Ihr seht, wir haben hier den P1, den P2, hier weiter oben stehen nochmal so gewisse Informationen, die ich auslesen kann. Das ist eine 7i92. Okay, ich mache das gleiche nochmal mit der 7i76e. Jetzt muss ich hier dieses Fensterchen nochmal etwas größer machen, damit wir die Karte auch sehen. So. Ich stecke mal das Netzwerkkabel um, gebe der 7i76e mal Spannung. Die ist auch noch auf dem Default-Bereich. Das zeige ich euch. Ich trenne wieder die Verbindung und starte den Mesa Default und pinge einfach die Karte mal als erstes an. Ping 192 168 1.121. Wir sehen, die Karte antwortet. Wir lesen die Karte mal aus. Hier ist jetzt der Befehl dazu. So. Ihr solltet natürlich was sehen. Da muss ich das Fenster mal etwas verkleinern, damit wir auch was sehen. Ich fange nochmal an. Also ich trenne nochmal alle Netzwerkverbindungen und nehme den Mesa Default. Wir können da auch gerne nochmal reinschauen. In den Default habe ich folgende Einstellung. Ich habe den Netzwerkadapter gewählt, also das Gerät, und ich habe hier die Standardeinstellung. Also diese typischen 192. Und die Netzmaske ist hier 24. So, jetzt wählen wir diese Verbindung. Pingen die Karte nochmal an. Sie antwortet. Und ich kann sie auch mal auslesen. Also alles kein Problem. Es ist eine 7i76e. Und diese stellen wir jetzt auch ganz schnell mal auf diesen neuen IP-Bereich, so dass sie nicht in Konkurrenz mit unserem Heimnetzwerk steht und ich ein Internet habe, beziehungsweise die Verbindung dazu. Also als erstes muss hier letztendlich auch die Stromversorgung unterbrochen werden. Die Karte muss spannungslos sein. Und hier gibt es jetzt einen W3-Jumper. Der müsste irgendwo hier vorne sein. Den stecke ich jetzt auch nach oben. So. Wenn ich den nach oben gesteckt habe, gebe ich der Karte wieder Spannung. So. Jetzt können wir wieder versuchen, auf den alten Bereich anzupingen.
Das wird nicht gelingen, denn die Karte ist nicht mehr auf diesem Bereich. Ich muss jetzt auch meine andere Verbindung nehmen. Die schauen wir uns auch nochmal an. Verbindungsinformationen bearbeiten. Mesa 10, 10, 10. Und hier ist wieder so, dass der Rechner die 1 hat und die Karte selber hat die 10 am Ende. Netzmaske 8. Also jetzt sollten wir wieder einen Ping erreichen oder erhalten von der Karte, aber diesmal über eine andere IP-Adresse. Okay, Steuerung C beenden und jetzt machen wir dasselbe. Wir lesen nochmal die Karte aus. Wie wir vorhin schon gesehen haben, gibt es letztendlich keine Antwort. Wir finden das Board nicht mehr. Wie gesagt, MesaFlash benutzt Standardadressen, deswegen geben wir hier wieder die Adresse mit. Wir sagen einfach minus minus ADDR und dann 10, 10, 10, 10. Nochmal. Dann erreichen wir auch die Karte über die neue Adresse. Wichtig ist natürlich auch, wenn ich jetzt eine Konfiguration habe, dass ich letztendlich in der INI, halt falsch, in der HAL diese Adresse auch ändere. So, das mache ich jetzt mal hier. Also ich habe ja diese Karte gerade umgestellt. 10, 10, 10, 10. Speichern. Wenn jetzt nichts anderes fehlt, dürfte die Maschine zumindest starten. Okay, Modul, Deskriptor. Okay, wir haben hier eine Konfiguration, die funktioniert so nicht. Ich lege einfach mal eine neue an. Oder, ach so, ich habe glaube ich, ich habe das Bitfile geändert. Die Karte hat selber gar keine 5 Step Chance mehr. Sie hat glaube ich plus 4. Und wir probieren das mal aus. Weil ich habe einen Step-Generator umgeschrieben auf PWM. Ja, siehe da, es funktioniert. Also auch das geht. Ich kann das Bitfile ändern, so dass hier auf einen Step-Generator letztendlich ein PWM-Signal rauskommt. Das habe ich für die MCO gebraucht als Test. Aber ihr seht, diese 7i76e ist jetzt über diese IP-Adresse 10.10.10.10 erreichbar. Und wenn ich jetzt mein Internet mit zusätzlich verbinde und mal irgendeine Seite aufmache, dann sollten wir letztendlich eine Internetverbindung haben. Und wir sehen, es funktioniert. Das liegt jetzt einfach daran, dass, wenn wir uns mal die Verbindungsinformation anzeigen lassen, das liegt jetzt einfach daran, dass das Internet immer noch auf diesen Standard-Heimnetzwerk-IP-Bereich arbeitet, das ist klar, und die MESA-Karte aber jetzt auf einen kompletten anderen Bereich gelegt wurde und so können sie sich nicht mehr gegenseitig stören. Das ist letztendlich das Geheimnis. Und wie ihr seht, durch den Jumper ist das eine relativ einfache Sache und die Netzwerkverbindungen lassen sich ja auch hier wunderbar ändern. Vielleicht noch als Ergänzung, ihr seht, ich nehme hier oben die Änderung innerhalb der Menüs vor mit der Maus ganz visuell. Das liegt einfach daran, das funktioniert, weil ich hier die Desktop-Umgebung von Mate habe. Ich habe jetzt schon einige Fälle gehabt, wo wir andere Desktop-Umgebungen auf Debian verwendet haben. Und dort ließ sich dann hier die Netzwerkeinstellung zwar vornehmen, aber sie zeigte keine Wirkung. Also nochmal Hand aufs Herz, nehmt den Mate-Desktop. Er sieht vielleicht nicht so cool aus, aber der ist doch richtig, richtig cool stabil und viele Funktionen funktionieren letztendlich so wie sie hier auch implementiert sind. Bei den anderen Desktop-Versionen, da kann es schon sein, dass man da in irgendwelchen INIs und Konfigurationsdateien händisch Einträge erstellen muss. Ja, wie ihr gesehen habt, ist es recht einfach, den IP-Adressbereich der MESA zu ändern. Ich fasse nochmal zusammen, wir stecken einen Jumper um. Vorher haben wir natürlich die Spannung weggenommen, geben der Karte wieder Spannung, gehen in das Betriebssystem,
ändern dort die Adaptereinstellung, so dass der Rechner die IP-Adresse 10.10.10.1 bekommt. Die Subnet ist letztendlich die 8 und dann kann es schon losgehen. Dann kann ich die Karte anpingen, dann kann ich mit MesaFlash und einem Zusatzbefehl, und zwar die Adressmitgabe, die Karte auch auslesen. Und wer eine bestehende Konfiguration hat, der kann letztendlich in seine HAL-Datei gehen und ändert dort die IP-Adresse. Mehr ist es nicht. Alles recht unkompliziert, aber so hat man neben der Verwendung von Mesa Ethernet-Karten auch eine Internetverbindung. Bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder nach unten, schreibt was in die Kommentare. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert meinen Kanal oder ihr könnt auch Patreon werden und mich finanziell etwas unterstützen. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Video.